Hast du jetzt was? Okay. Okay. Was? Hörst du was? Ja, genau. Da sind wir. Hallo. Hörst du was? Nein? Ja? Doch? Vielleicht? Bin mir sicher, ob er gerade überhaupt was hört. Ja, hallo? Hi. Wie schaut's aus? Geht das? Dann von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Spiel der... Was? Achso, Entschuldigung. So, jetzt aber herzlich willkommen zum Spiel der Ingolstadt Dukes gegen die Frankfurt Universe. Wir kämpfen noch mit leichten technischen Problemen. Hoffen aber, dass wir den Ball behoben haben. In der Zeit darf ich alle Zuschauer und Zuhörer ganz kurz einstimmen. Wir sehen hier gleich hoffentlich ein sehr schönes Spiel. Zwischen dem letztjährigen Tabellenzweiten und dem Tabellenletzten, Tabellenvierten. Natürlich. Beide haben die Playoffs geschafft letztes Jahr. Beide sind gegen die Braunschweig Lions rausgeflogen. Dieses Jahr läuft es zumindest für Frankfurt schon mal deutlich besser. Für Ingolstadt liegen noch ein paar Steine im Weg. Wir haben letzte Woche eine unglaublich spannende Partie gesehen, besonders im letzten Quarter, und hoffen, dass die Mannschaft, die das letzte Quarter gespielt hat letzte Woche, auch hier direkt aus dem Tunnel kommt. Eine Offense, die gefährlich ist, die die Bälle anbringt und die rundum zu begeistern weiß. Ja, vor allem Toby, Frankfurt Universe kommt diese Woche mit Running Back in the Backfield. Und das bedeutet, die werden schon mal konzentrieren an das Laufspiel. Letzte Woche hat die Comets überhaupt kein Running Back drin und waren nur auf den Passspiel gesetzt. Und diese Woche werden wir ein bisschen Laufspiel sehen hier, als die Frankfurt Universe sind die Gäste hier bei uns, die Ingolstadt Dukes. Das ist natürlich eine... recht große Umstellung, möchte man fast meinen, von einem Flying Circus komplett ohne Running Game quasi zu einer Mannschaft, die den Fokus sehr stark auf das Running Game legt. Das sind quasi genau die zwei Seiten der Spiele, die beiden Extreme, die wir jetzt nacheinander sehen. Natürlich hat Frankfurt trotz allem noch Passing Game, auch das sehr erfolgreich. Aber im Gegensatz zu den Allgäu Comets liegt hier deutlich der Fokus auf dem Running Game. Die Frankfurt Universe sind ein sehr starkes Team, super Talent overall, ob das Wide Receiver ist, Quarterback ist auch gut. Tight End haben die auch, sehen wir auch nicht so oft, die spielen manchmal auch mit Tight End on the line of scrimmage, der man kann auch blocken wie ein extra Lineman, kann den Tight End auch Pass fangen wie ein Wide Receiver. Aber die spielen zurzeit sehr gutes Football
3 und 6, 6 zu 7 haben die letzte Woche gegen Marburg gespielt und sind jetzt, kann man sagen, in richtige Gang. Das stimmt. Frankfurt hat natürlich auch eine unglaublich starke Defense. Den selbst erzielten 512 Rushing Yards stehen nur 76 zugelassene Rushing Yards gegenüber. Das heißt, Frankfurt ist ein absoluter Experte, was das Rushing Game angeht. Dann wollen wir uns an dieser Stelle auch mal wieder ganz kurz verabschieden. Für alle Zuschauer, genießt den Einlauf. Wir melden uns danach wieder zurück.
damit melden wir uns auch wieder zurück. Wie immer war uns zumindest ein leichtes Gänsehaut-Feeling, wenn die Spieler aus dem Tunnel laufen. Sowohl bei Frankfurt Universe als auch bei den Ingolstadt Dukes. Beide Mannschaften absolut heiß auf dieses Spiel. Ja, die Frage, Tobi, welche Dukes-Mannschaft wäre heute auf dem Platz erscheinen? Wird es denn die Dukes von die Viertel letzte Woche, das 28 Punkte kassiert haben und zum Schluss gleich den Chance zum Siegen? Das werden wir sehen. Hoffe ich mal, die sind auch im richtigen Gang, dass die bereit sind, heute gegen die Frankfurt Universe zu spielen sind. Und erwarten wir ein großartiges Spiel. Auf jeden Fall. Wir sehen die Team-Captains vorlaufen zum Cointoss. Auf Seiten der Dukes sind das heute Valentin Fnür, Nelson Hughes, Corey Magwood und Patrick Engelhardt. Auf Seiten der Frankfurt Universe sind das Sebastian Silva Gomez mit der Nummer 1, John Patrick Johnson mit der Nummer 26, mit der Nummer 25 Andreas Betzer und mit der Nummer 72, das ist Marco Wagner. Ja, wie eingangs erwähnt, die Frankfurt Universe nach einem, ja, man möchte fast sagen, schwachen Start mit 17 zu 0 gegen die München Cowboys letzte Woche mit 63 zu 7 gegen die Marburg Mercenaries gewonnen. Das ist natürlich eine ziemlich deutliche Ansage auch in dieser Liga. Das stimmt. Die sind jetzt in einem Modus, wo die spielen richtig gutes Football. Und ich glaube, die Dukes sind auch in dem gleichen Modus. Das Spiel wird ein Vergleich zwischen David und Goliath, kann man sagen. Das ist, glaube ich, sogar ein recht passender Vergleich. Wir freuen uns natürlich, dass Frankfurt heute hier antreten kann. Die Mannschaft hat seit einiger Zeit mit einem Insolvenzverfahren zu kämpfen. Dementsprechend war die Teilnahme bis vor kurzem noch nicht sicher. Umso mehr freuen wir uns, wie gesagt, dass sie jetzt trotz allem hier auf dem Spielfeld stehen können. Die große News heute, Tobi, dass die Frankfurt Universe sind heute da ohne John Bergeron. Starting Running Back ist leider zu Hause krank und ist nicht mitgereist mit der Universe. Das heißt, die werden dann ins Spiel kommen mit Andreas Betzer, Nationalspieler aus Frankreich, hat einen 97-Yard-Touchdown letzte Woche gegen Magdeburg kassiert. Und here we go. Das Spiel geht los. Der Kickoff von den Frankfurt Universe, aufgenommen von Anthony Meller, und der trägt ihn bis zur 35-Yard-Line. Damit beginnt Ingolstadts Offense das Spiel und wir werden sehen, ob sie auch direkt die ersten Punkte mit dem ersten Drive aufs Scoreboard bringen können. Die Dukes beginnen direkt mit einem Laufversuch. Der war nur für sehr wenig Raumgewinn gut. Das dürfte ungefähr ein... Coach Half, ja, will unbedingt den Laufspiel setzen hinter den großen O-Line für die Dukes. Lass mal schauen, wie weit wir kommen mit dem Laufspiel. Direkt der nächste Laufversuch. Der Ingolstadt Dukes, der schaut deutlich besser aus als der erste. Das könnte für ein neues First Down gereicht haben. Es soll reichen, das war Dominic Condolo.
Und die Dukes haben drei gute Running Backs. Condolo, die Veteran, der hat mehr Erfahrung. Haben die auch Lars und die Jakob. Und soweit haben die Dukes ein gutes Drive. First down und 10 Yards zu gehen. Nelson Hughes nimmt den Ball, läuft selber und kommt ungefähr auf der Line of Scrimmage wieder zu liegen. Damit zweiter Versuch, immer noch 10 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Die Universe hat einen guten Contain gehabt, das heißt, Nelson hat keinen Platz zu laufen. Cornerback ist da und die Outside Linebacker war auch da. Pass auf die linke Seite, auf Timo Benchu. Der war gut für circa 8 Yards. Damit sind wir beim dritten Versuch, nur noch 2 Yards zu gehen. Immer gut, wenn die Quarterback die erste Pass gefangen ist, weil das kommt dann die ganze Offense mit dann in Rhythmus. Dritter Versuch und kurz. Pass auf die rechte Seite Richtung Lorenz Regler. Der hat ihn. Das war ein deutlicher Raumgewinn. Neues First Down für die Ingolstadt Dukes. Ungefähr an der 20-Yard-Line. Coach Haaf hat vor dem Spiel gesagt, wir haben heute nichts zu verlieren und die zeigen das jetzt. Nelson Hughes versucht da. Ja. Nichts so viel Platz, das sind die großen Jungs da drin, die D-Line und Linebackers sind echt stark, mächtige Spieler. Hoffentlich muss die Quarterback nicht so viel laufen, davor haben wir Running Backs. Zweiter Versuch, 8 Yards, 7 Yards zu gehen. Das sieht mir nach einem Timeout der Frankfurt Universe aus. Nichts zu verlieren, hat Coach Haaf gesagt. Und der meint, der will, dass die Jungs einfach da draußen geht auf den Platz und alles gibt und mal schauen, was zum Schluss kommt. Soweit ist ein gutes Drive. Erster Drive von den Ingolstadt Dukes. Befindet die innerhalb die 20-Yard-Linie. Wir sind immer noch beim zweiten Versuch und 7 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Die Mannschaften machen sich bereit. Pass über die Mitte zu Anthony Weller, der ist intercepted. Das war Kwesi Brown von den Frankfurt Universe. Der bringt den Ball zurück bis an die 38-Yard-Line. Gutes Read, hat den Ball gekriegt wieder für den Frankfurt Universe Offense. Das ist natürlich nicht der Ausgang, den sich die Dukes von ihrem ersten Drive erhofft haben. Wir werden sehen, was die Frankfurt Universe da jetzt draus machen. Direkt ein Laufversuch von Andreas Betzer.
Der wurde sehr schnell gestoppt. Das war ein Raumverlust von circa 2 Yards. Big hit from Corey Magwood. Hat das Spiel gelesen. Hat einen super Hit geliefert. Und ist ein Frankfurt Universe Spieler irgendwie verletzt. Wir sehen, er kniet dort auf dem Boden. Das ist eine von den O-Liner von The Universe. Der Woman 70 sieht so aus. Jean Vuy. Und er kann bereits wieder langsam vom Spielfeld gehen. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist und dass er später wieder auf dem Platz stehen kann. Weiter geht's mit dem zweiten Versuch, ca. 13 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Der Snap, angetäuschter Lauf, weiter Wurf. Der war wunderbar abgeblockt von Alexander Weisbeck. Der David Giron Janze hat keine Chance, den zu erwischen. Damit dritter Versuch, 13 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Super Play bei Weisbeck. Cluley hat ein wunderbares Ball geliefert. Und wenn der Weisbeck nicht da war, war das ein Completion für ein neuer Universe First Down. Angetäuschter Lauf. Kurzer Screen auf die Seite. Der war gut für fast 10 Yards. Damit kein neues First Down durch Timothy. Jetzt punted auf die Dukes. Die Frankfurt Universe wollen punten. Wir scheinen aber davor ein Timeout der englischen Dukes zu haben. Ich glaube, Coach Huff will nur sicher gehen, dass die Jungs bereit sind für ein Fake. Vielleicht müssen die auch achten auf einen Fake-Punt, dass die Frankfurt Universe nicht hier ein neuer First Down kriegt auf einen Fake. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich für die Frankfurt Universe, wenn sie direkt bei ihrem ersten Drive keinen weiteren Raumgewinn erzielen können, kein neues First Down und den Ball direkt wieder abgeben müssen. Tun sie aber auch, da kommt der Punt. Es scheint fast, als ob den vorher ein Spieler der Inglischer Dukes berührt hätte, bevor er sich Frankfurt Universe auf den Ball geschmissen hat. In der Tat, damit wieder Ballbesitz für die Frankfurt Universe. Das ist der Fall, wenn einer von den Dukes den Ball berührt hat, kann natürlich die Universe das Ball wieder covern und haben. Selber habe ich es nicht gesehen, aber das ist Universe First Leider Down. Leider habe ich auch nicht gesehen, welcher Spieler den Ball berührt hat. Ja, der Eckhardt war in der Luft, aber in der Luft ist es schon hart, den Ball zu berühren. Frankfurt Universe steht nun knapp an der 30-Yard-Line der Dukes. 28-Yard-Line, erster Versuch. Angetäuschter Lauf. Pass über die Mitte auf David Gion Janza. Das reicht für ein neues First Down. A
Universe gestoppt und in Special Teams den Ball wieder den Gegner zu geben, ist schon bitte. Diesmal kommt der Lauf durch Andreas Metzer. Das war ein kurzer Raumgewinn von ca. 2 Yards. Damit zweiter Versuch, 8 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Mike Whitman hat heute vor dem Spiel gesagt, er werde einsetzen und konzentrieren auf das Laufspiel. Und soweit ist die Defense from the Dukes und Coach Mike Whitman bereit, die Frankfurt Universe zu stoppen. Wie angetäuschter Lauf. Pass über die Mitte. Angetippt. Und anschließend intercepted. Das war Benjamin Achter. Vor der Endzone der Dukes gestoppt. Großes Kino für die Ingolstadt Dukes Defense. Die haben denen gestoppt, die haben dann super Field Position gehabt, die haben dann hier in die Endzone eine Interception und damit sind Nelson Hughes und Co. Wieder auf dem Feld. Mal schauen, ob die wieder ein gutes Drive zusammen kriegen kann. Die Jungs müssen jetzt natürlich den Ball schnell nach vorne bringen, um einen Safety zu verhindern. Das versuchen sie mit einem Lauf, der allerdings keinen großartigen Raumgewinn eingebracht hat. Wir sind damit beim zweiten Versuch, 9 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Wieder ein Lauf. Auch diesmal kein großer Raumgewinn von Lars Koslowski. Die Frage hier, Tobi, ist, tauscht man die Lauf und geht man für ein schönes, tiefes Pass oder spürt man hier safe und bleibt man dann aufs Boden? Wir werden die Antwort der Dukes sehen. Es ist wieder ein Lauf über die Mitte. Es bleibt immer bei kurzen Raumgewinnen. Damit wären wir beim vierten und circa 5 Yards noch zu gehen. Aber die Dukes scheinen sich zu entschließen, den Ball zu punten. Dieser Drive war natürlich nicht ganz so schön zu sehen. Der Snap war zu hoch. Timo Benchu kommt nicht ganz an den Ball ran. Damit ein Safety für die Frankfurt Universe. Glaube ich, wir haben auch letzte Woche gesehen. Snap über dem Kopf von dem Punter. Safety wieder hier. Die Fall und er ist natürlich ein Feller, wo man sagt, die Dinge zum Schluss kann man das Spiel entscheiden. Ist schade, passiert. Jetzt ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man seinen Drive vor der Endzone beginnt und extra versucht, keinen Safety zu bekommen und dann bei der Ballabgabe mit dem Punt genau das passiert. Dazu bekommen die Frankfurt Universe jetzt per Kickoff den Ball. Bekommen gleich mit ihrem nächsten Drive eine erneute Chance in die Endzone der Ingolstadt Dukes zu kommen.
weit. Der Ball fliegt out of bounds. Circa an der 20-Yard-Line. Damit Ballbesitz für die Wiederholung. Ja, die können entscheiden hier, Tobi, ob die denn das Ball nimmt an die 25-Yard-Linie und anfängt mit Offense zu spielen, oder die sagen, nein, lieber ein Re-Kick und dann haben wir eine Chance mit ein guter Return. Und die haben gesagt, returnen wir den Ball. Damit ein erneuter Kickoff. Der geht in die Mitte des Feldes. Und David Giontanzer läuft nach vorne. Fast bis an die 50-Yard-Line. Damit Ballbesitz für die Frankfurt Universe an der eigenen 48-Yard-Line. Das ist natürlich eine bessere Position, als sie gerade eben gehabt hätten. Das sind fast 25 Yards weiter vorne. 25 Yards weniger, die die Frankfurt Universe mit ihrer Offense jetzt überbrücken müssen. Ja, also Offense, wenn du mitten auf dem Feld anfangen kannst, ist immer gut. Dann hast du das Haupt geschafft. Pass auf die linke Seite zu David Giontanzer. Der tanzt erst Benjamin Achter aus und wird von Corey Magwood erst ein paar Yards später gestoppt. Damit neues First Down. Schon da. Das geht um Tackeln und dann den Ball Träger runterzubringen. Quarterback hat Zeit. Er wirft den Ball weg und da liegt eine Flagge auf dem Spielfeld. Von hier aus sieht aus Block in the Back gegen Frankfurt Universe. Yards-Strafe ist jetzt ein langer First Down jetzt geworden, First and 20. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich für die Frankfurt Universe. Nichtsdestotrotz weiterhin erster Versuch. Zeit, weiter Pass auf die rechte Seite. Der Ball ist gefangen von Timothy Thomas. Timothy Thomas, Leading Receiver, letzter Woche gegen Marburg mit 154 Yards Receiving und 3 Touchdowns, ist schon ein gefährlich Wide Receiver mit der Nummer 13. Damit sind wir beim zweiten Versuch und noch 6 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Deutscher Laufpass weit nach vorne auf Harry Innes. Der Big Hit. Ben Achter. Nummer 1, Alexander Weisbeck, direkt getackelt, bleibt liegen. Das ist ein großes Tight End, spielt auch Wide Receiver in the Slot. Ist schon ein großes Target, schon zu haben als Quarterback.
schade, ihn am Boden sehen hier, wir gerade, dass der am Boden ist, und es ist echt schade. Universe versuchen hier ein Drive zusammenzubringen. Bis jetzt haben die nicht so richtig in Gang wie letzte Woche. Das stimmt natürlich. Wäre die Strafe im ersten Play nicht gewesen, oder ersten Play von diesem First Down, dann wäre Frankfurt Universe jetzt schon wieder ein gutes Stück weiter an der Endzone. Somit wären wir immer noch bei einem dritten Versuch und 6 Yards zu gehen. Und Harry Innes kann wieder aufstehen und vom Feld gehen. Damit wird das Spiel und der aktuelle Drive der Frankfurt Universe fortgesetzt. Ja, der steht auf, der Harry Innes, schaut gesund aus. Ich glaube, der kommt wieder ins Spiel zurück. Wie bereits erwähnt, wir sind beim dritten Versuch, noch 6 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Ein Pass auf die linke Seite zu Max Simpson. Direkt zu Boden gebracht. Nichtsdestotrotz, neues First Down für die Frankfurt Universe. Für Max Simpson zwischen zwei Dukes Defenders war sozusagen gesandwiched. Direkt von Daniel Posmick mit der Nummer 55 zu Boden gebracht. Lully hat sich Zeit gelassen und wird zu Boden gebracht. Das da fliegt eine Flagge und Johannes Breusch. Yards zurück aus vorne, und das ist schon eine harte Nummer, wenn du in die Offense-Huddle stehst. Das ist ein deutlicher Schritt zurück für die Frankfurt Universe. Sie stehen jetzt wieder an ihrer 48-Yard-Line, da wo sie mit ihrem Drive vorhin erst begonnen haben. Wir sind beim zweiten Versuch und sehr, sehr weit 32 Yards zu gehen. Mal schauen, was sich die Universe jetzt einfallen lassen, um wieder nach vorne zu kommen. Clearly check the play. Clearly Fumble. Lässt den Ball fallen. Fumble, es sieht aus, wie die Dukes recovered haben. Da scheint sich... War das der Ankle Hard? Wieder Personal Foul? Da fliegen Flaggen. Das sieht nicht gut aus. Patrick Engelhardt hat den Ball. Kommt mit dem Ball wieder raus. Die Schiedsrichter diskutieren die Personal Foul, was da unten alles gemacht war. Personal Foul gegen Universe. Zweimal hintereinander. Die spielen mit sehr hoch Emotion, und die Coaches versuchen die Jungs zu regeln, dass die Football spielen und nichts Schmarrn da draußen machen. Und die Offense der Ingolstadt Dukes kommt wieder auf den Platz und darf in der Hälfte der Frankfurt Universe anfangen. Sie stehen an der
This is a super 33 boost. Yard line. Sorry, Toby. This is a super boost for the offense from the Ingolstadt Dukes. On the 33 yard line, a neues drive. Anzufangen. Die müssen hier punkten. Drei Wide Receivers sind hier rechts. Condolo steht hinten mit Nelson. Und Timo Benschu steht Elina oben. Eins gegen eins. Man to man. Kommt der Snap. Angetäuschter Lauf durch Dominic Condolo. Weiter Pass auf die linke Seite. Der war leider incomplete auf Timo Benschu. War sehr gute Coverage vom Nummer 26, John Patrick Johnson. Die haben gebattelt den ganzen Field runter. Leider ist das Ball von Nelson Hughes nicht angekommen. Damit zweiter Versuch, weiterhin 10 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Timeout Frankfurt Universe. So, die Dukes haben einen Big Play versucht on First Down. Und jetzt glaube ich, die müssen in die nächsten zwei Downs langsam an die First Down Marker kommen. Schwer zu sagen, ob das heißt Laufspiel oder Passspiel. Beiden funktionieren. Mal schauen, wir werden das mit euch zu Hause gleich erleben. Beide Mannschaften bisher weitestgehend auf Augenhöhe. Wir sind fast am Ende des ersten Quarters. Bisher kein Touchdown. Nur ein Safety für die Frankfurt Universe. Die Dukes sind wieder bereit. Zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen. Pass auf die rechte Seite zu Lorenz Regler. Der wird circa 8 Yards später getackelt. Damit sind wir beim dritten Versuch, noch 2 Yards zu gehen. 8, 9 Yards, das ist ein gutes Raumgewinn. Ich glaube, das Matchup hier auch mit Regler gegen 21, das ist die Jonas Ries, ist ein gutes Matchup. Regler bestimmt mit die Power Advantage. Und versucht Nelson Hughes wieder. Wieder auf Lorenz Regler. Der bekommt ihn nicht, der war sogar beinahe intercepted. Oh. Personal foul here, huge personal foul gegen Frankfurt Universe 97. Sirdor Solmanov, roughing the passer, hat Nelson Hughes gehittet, nachdem das Ball weg war. Damit geht es wieder weiter Richtung Endzone der Frankfurt Universe. Neuer erster Versuch für die Ingolstadt Dukes an der 12-Yard-Line der Frankfurt Universe. Sie sind damit in der Red Zone. Lauf mit Lars Koslowski. Das ist ein Battle vorne. Das ist Krieg. Frankfurt Defense Line gegen Ingolstadt Offense Line, das ist schön anzuschauen. Das sind so viele Gewichte und die schieben gegeneinander einfach. Das ist echt brutal zum Anschauen. Macht Spaß. Zweiter Versuch. Und 6 Yards zu gehen. Pass auf die linke Seite zu Timo Benschu. Der war überworfen. Gute damit Idee. Dritter Versuch, 6 Yards zu gehen. War das eigentlich da, den Back
shoulder fade. Leider hat Nelson ein bisschen zu viel Senf auf dem Ball und ist auf dem Platz geflogen. Wir haben noch 34 Sekunden im ersten Quarter zu spielen. Und die Ingolstadt Dukes stehen kurz vor der Endzone der Frankfurt Universe. Hughes unter Druck, wirft nach vorne zu Lorenz Regler. Der kann den Ball nicht festhalten. Er rutscht ihn wieder raus. Damit incomplete pass. Vierter Versuch. Immer noch 6 Yards zu gehen. Und die Dukes scheinen sich für ein Field Goal zu entscheiden. Um damit einen Punkt in Führung zu gehen. Und das Field Goal ist gut. Damit steht es 3-2 für die Ingolstadt Dukes. Die Dukes haben damit ihre ersten Punkte gemacht in diesem Spiel. Wir sehen ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nachdem die Frankfurt Universe die letzten Wochen sowohl gegen die Marburg Mercenaries mit 63-7 als auch in der European Football League gegen die Amsterdam Crusaders mit 40-9 und Paris Flash mit 48-6 gewonnen haben, war fast zu vermuten, dass diese Partie einseitiger wird. Die Ingolstadt Dukes behaupten sich aber bisher ziemlich gut gegen die Men in Purple, die heute allerdings in Orange spielen. Die Ingolstadt Dukes jetzt wieder mit dem Kickoff. Ganz wichtiges Score für die Ingolstadt Dukes mit dem Field Goal führen die 3-2. Aber die haben bestätigt, dass die mit der Frankfurt Universe spielen können. Frankfurt Universe bekommt den Ball an der 25-Yard-Line. Damit ein erneuter Versuch für die Offense der Universe, den Ball in die Endzone der Dukes zu bringen und damit die Führung wieder zu bekommen. Ein Lauf mit Andreas Betzer über die rechte Seite. Der wird erst nach knapp 11 Yards gestoppt. Damit ein neues First Down für die Frankfurt Universe. Aber da ist schon wieder eine Strafe gegen Frankfurt. Das scheint wie ein Holding gewesen zu sein. Universe gehen wieder zurück. 5 Yards. Damit kein neues First Down, sondern erster Versuch und 20 Yards wieder zu gehen für Frankfurt. Frankfurt hat in diesem ersten Quarter ziemlich viele Strafen schon kassiert. Pass auf die linke Seite. Auf David Jiren Janzer, das sind ca. 8 Yards gewesen. Damit sind wir beim zweiten Versuch, immer noch 12 Yards zu gehen. Und wir haben
den Seitenwechsel vor uns. Das zweite Quarter beginnt hiermit. Ja, wie eben erwähnt, die Frankfurt Universe machen sich ihre Offense fast selbst kaputt mit den vielen Strafen, die sie hier kassieren. Es ist schwer, wenn man die Strafen haben und eigentlich als Offense die Strategie heißt, dass man vorwärts kommt und um Raumgewinn und First Down zu machen. Und wenn man immer rückwärts geht, das ist ungewöhnlich. Wir sind noch beim zweiten Versuch, 12 Yards zu gehen für Frankfurt Universe. Steven Cluley hat ein wenig Zeit, läuft über die rechte Seite und wird fast an der Line of Scrimmage wieder von Benjamin Achter auf den Boden gebracht. Das war ein langer Lauf, hat nicht so viel gebracht. Dritte und 12. Die Dukes Defense erscheint heute Bock zu haben, um Football zu spielen. Steven Cluley läuft über die linke Seite. Pass weit nach vorne. Der wurde in der Teamzone der Ingolstadt Dukes gefangen. Von Dominic Condolo. Ehemaliger Teammate von mir. Wahrscheinlich auch den ersten Mal, dass der ein Reception on the Sideline hat. Der zweite Catch auf der Sideline von den Ingolstadt Dukes in zwei Spielen. Richtig. Sterry Coddington jetzt tief für die Dukes in Punt Return. Die Frankfurt Universe stehen mit dem 4. und 12. da und geben verständlicherweise den Ball am Boden, ab. Am der Boden. Snap ist zu tief. Am Boden. Ball ist in der Endzone. Sie versuchen den Ball nach vorne zu bringen. Touchdown Dukes. Touchdown Dukes. Da fliegt eine Flagge. Das ist ein Touchdown für die Ingolstadt Dukes. Wahnsinn. Dann Snap aufs Punter, wieder Probleme. Es kann sein, es hat heute geregnet, das Ball ist nass, den Boden ist auch nass. Der Ball hat den Punter nicht erreicht. Punter hat mit dem Ball was versucht zu machen. Zwei Spieler auf dem Boden, der erste steht auf. Und da ist auch Patrick Engelhardt, der sich hier den Ball geschnappt hat. Spitzenspiel von Ingolstadt Dukes Special Teams. Die Schiedsrichter scheinen noch zu beraten über die Flagge, die auf dem Boden liegt. Wir werden gleich hören, was diese Flagge besagt. Das war kein Touchdown, sonst ein First Down. Ingolstadt Dukes, wo kommt der Ball hin denn? 2-Yard-Linie ungefähr? Dukes Offense bekommt den Ball auf da der weiß ich nicht. 12-Yard-Line
der Frankfurt Universe. Das kann ich nicht verstehen, warum das kein Touchdown war, weil das Ball eigentlich live war. Der Punter hat das Ball gefumbled quasi und recovered in die Endzone. Das verstehe ich nicht. Aber First Down, Nelson Hughes and Co. Here we go. Das war ein Draw und Lars Kozlowski rutscht da aus. Ah, schade. Kozlowski hat ganz viele Möglichkeiten da, entweder Cutback oder zum Bouncen. Der hat schon genug Platz da, was zu machen. Aber wie vorher, der Boden ist nass und ziemlich rutschig. Zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen für die englische Dukes. Hughes unter Druck und er wird zu Fall gebracht von Sebastian Silva Gomez für einen deutlichen Raumgewinn bzw. Raumverlust für die englische Dukes. Der Ball liegt nun auf der 26 Yard Line sogar. Damit sind wir beim dritten Versuch und knapp 26 Yards zu gehen für die Indischer Dukes. Der Snap kam zu tief. Nelson Hughes wieder zu Boden gebracht. Von der Nummer 82. Die hatten eigentlich eine Flagge drauf auf dem Feld, weil ich meine, die Frankfurt Universe offsides war. Das war Nils Weiße mit der 92, nicht der 82. Das war eine Strafe gegen Frankfurt. Der Ball liegt nun für die Ingolstadt Dukes auf der 20-Yard-Line. Damit dritter Versuch, 20 Yards zu gehen. Hughes wirft weit nach vorne auf Lorenz Rickler. Das ist ein Touchdown für die Ingolstadt Dukes. Perfektes Pass von Nelson Hughes. Ein optimales Ziel. Wide Receiver ist der Lawrence Regler und zweiter Walker hat ihn an einen Post gefunden und Touchdown Lawrence Regler. Die Ingolstadt Dukes rolling here in the big house. Die Ingolstadt Dukes bauen damit ihre Führung weiter aus. Mit diesem gelungenen Extrapunkt sind es 10 Punkte zu 2. Für die Ingolstadt Dukes, die sich gegen diese eigentlich als, man möchte fast sagen, klarer Favorit in dieses Spiel gegangene Universe, sie behaupten sich ziemlich gut. Ja, Spielfavorit sind die schon. Wir schauen das alle selber an und das sind Penalties, das sind Fehler. Und das sind auch Teil Football. Wir haben das letzte Woche von der Dukes-Seite auch gesehen. Und das kann jedes Woche passieren. Die Dukes punkten auf die Fehler dieses Spiel und finden die jetzt mit einem 10-2 Führung. Hammer-Spiel. Die Ingolstadt Dukes geben den Ball nun wieder mit dem Kickoff ab an die Frankfurt Universe. Weiter Kickoff. David Jürgen-Jans holt sich den Ball. Kommt Corey Magwood, schon dick kennenzulernen. Wieder ein Big Hit von Corey Magwood. Der ist überall, wo man das Ballträger findet, ist der Corey Magwood. Gleich da und wieder ein Penalty, Frankfurt Universe. Block in the back. Eine Strafe gegen Frankfurt. Illegaler Block in den Rücken damit.
Das First Down für die Frankfurt Universe. Weiter hinten auf der eigenen 10-Yard-Line. Damit haben die Frankfurt Universe einen weiten Weg bis in die Endzone der Ingolstadt Dukes vor sich. Ballübergabe für den Lauf. Direkt gestoppt von Alexander Langgartner. Dukes Defense ist schnell vorne. Dukes Defense ist athletisch vorne. Dukes Defense ist da, wo die da wollen, gegen die großen Gegner. Die machen großartige Spiele hier. Zweiter Versuch. 12 Yards zu gehen. Klüli mit Pass auf die rechte Seite. Und Max Simpson holt sich den Ball für einen Raumgewinn von ca. 5 Yards. Damit dritter Versuch. Immer noch ca. 8 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Patrick Engelhardt und Ruben De Reuter für die Tackle da. Ruben De Reuter hier, Left Corner. Athletisch, stark. Wieder Pass auf die rechte Seite. Wieder Max Simpson. Der holt sich das neue First Down und läuft bis an die 26-Yard-Line. Die haben ein kurzes Screen auf die rechte Seite gespielt. Der Nummer 75 ist hier als Blocker vorne und so ein großer O-Liner kann man einfach hinten laufen, hinter ihm. Frankfurt Universe damit mit einem neuen First Down. Stephen Cluley hat Zeit, läuft selbst. Puh. Und wird an der 30-Yard-Line zu Boden gerungen von Corey Magwood. Glaubt, der war auch von die Johannes Brau 92, war auch da. Schiedsrichter diskutieren jetzt wieder einen Flag. Schwer zu sagen. Das sieht fast. Das ist Kopfkontakt gegen Ingolstadt. An der 92, der D-Liner. Und der ist gleich ejected. Wow. Wir sehen, wie er das Feld verlässt. Ja, das ist Teil des Spiels. Corey Magwood war an den Tackle eigentlich schon dran und im Fallen ist dann der 92 mit dazugekommen und die wollen dann das Footballspiel sicherer machen und das Kopf schützen. Und damit gibt es diese Regel keinen Kopfschlag. Leider ist der 92 Johannes Brau raus aus diesem Spiel. Und die neuer First Down. Die Universe bekommt damit ein neues First Down an ihrer eigenen 46-Yard-Line. Angetäuschter Lauf, Pass nach vorne zu David Jiren Janza, aber der war incomplete. Zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen für Frankfurt Universe. Ja,
Ja, das ist schon eine harte Nummer. Wenn jemand ejected ist, dann muss das mit Absicht sein, denke ich mal, und nicht irgendwie. Ballübergabe an Andreas Betzer. Der kommt circa 2 Yards weit, bevor er von Sterry Codrington Super Stop from Sterry Codrington zu Boden gebracht wird. Damit dritter Versuch, 8 Yards zu gehen für Frankfurt Universe. Lully wirft auf die linke Seite. Der ist gefangen. Von David Giron. Nein, das ist Timothy Thomas, der 13. Die Frankfurt Universe, sieht so aus, dass die wollen attackieren, die Ruben Reuter. Vielleicht wissen die schon, dass der Ruben eigentlich Wide Receiver ist und spielt jetzt Defensive Back. Ballübergabe an der Andreas Betzer, der bricht erstmal durch die D-Line durch. Corey Magwood lässt ihn nicht los, aber. Nichtsdestotrotz, ein Raumgewinn von ca. 5 Yards. Damit zweiter Versuch und noch weitere 5 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Weiter Pass auf die rechte Seite. Der sollte zu Max Simpson gehen, wurde aber fast von Ruben de Reuter intercepted. Ruben de Reuter wieder auf die Seite. Jetzt attackieren die wieder die Reuter hier auf die rechte Seite. Super Defense, hat der eigentlich auch vielleicht ein Interception mal da gehabt. Damit dritter Versuch und 5 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Der geht wieder auf Max Simpson. Fumble? Ist es Fumble? Ruben Frankfurt Universe war nicht dran. Und der Ball ist am Ende dieses Spielzugs in den Händen von Alexander Weisbeck. Da waren ein paar Dukes da. Zum Schluss war das Ball frei. Dukes haben recovered. Schiedsrichter sagt incomplete und vierter Versuch. Vierter Versuch, 5 Yards zu gehen für Frankfurt Universe. Auch gerade eben wieder auf die Seite von Ruben de Reuter gespielt. Oh, spielen den Versuch aus. Da fliegt eine Flagge. Und David Giron-Janza holt sich den Ball und landet in der Endzone. Nein, kurz vor der Endzone. 1 Yard davor. Ja, Offsides Defense bedeutet für die Offense, das ist ein Free Play und meistens die können das Ding so weit wegwerfen wie möglich, weil die kriegen sowieso den Strafraumgewinn. Die Frankfurt Universe haben damit den ersten Versuch an der 1-Yard-Line. Der englische Dukes, kurzer Pass nach vorne auf Timothy Thomas und der macht den ersten Touchdown des Tages für Frankfurt Universe. Oh, da fliegt eine Flagge. Flagge auf dem Feld, richtig. Zu diesem Zeitpunkt ist das meistens ein
unsportliches Verhalten. Wir werden sehen, was diese Flagge zu bedeuten hat. Das war ein unsportliches Verhalten von beiden Seiten. Die Strafen heben sich damit auf. Und die Frankfurt Universe scheinen hier für 2 Punkte zu gehen, um das Spiel wieder auszugleichen auf 10:10. Duke's Defense stellt sich auf die Two-Point-Conversion ein. Stephen Cluley wirft auf die rechte Seite. Und der ist gefangen von David Tyran Janza. Damit steht es 10:10. Ein Unentschieden in diesem wirklich ebenbürtigen Spiel. Ja, Tobi, wir haben 10:10. Zweite Viertel kann man nichts sagen. Das ist ein sehr spannendes Spiel. Beide Mannschaften sind heiß draus, Emotionen sind hoch. Damit haben die so viele Flagge wahrscheinlich, weil die Concentration einfach nicht da ist, wenn die Emotion so hoch ist. Aber jetzt glaube ich, wir werden ein gutes Football Spiel durchziehen, damit die Emotionen weniger sind und die Jungs sind jetzt schon in Spielmodus. Damit geben die Frankfurt Universe den Ball gleich wieder per Kickoff zurück an die Ingolstadt Dukes, die möglicherweise eine entsprechende Antwort auf diesen Touchdown der Frankfurt Universe parat haben. Anthony Melo und Sterry Cordington tief für die Dukes. Ball geht weit nach hinten. Anthony Melo holt sich den Ball. Läuft aus der Endzone raus. Huscht an den Verteidigern vorbei und kommt fast bis an die 30-Yard-Line. Neues First Down für die Ingolstadt Dukes an der eigenen 29-Yard-Line. Die Ingolstadt Dukes machen sich bereit, im Universe ihre Antwort zu zeigen. Dominic Candolo bekommt den Ball, wird getackelt, noch im Backfield, damit Raumverlust für die Ingolstadt Dukes. Zweiter Versuch und 15 Yards zu gehen. Der Ballübergabe an Dominic Candolo. Auch dieses Mal kein Raumgewinn, Raumverlust. Damit sind wir beim dritten Versuch. Und 20 Yards fast zu gehen. Zum Laufen haben die nicht so viel Platz da. Die Universe haben die Laufspiel gut gestoppt. Ein kurzer Pass auf die linke Seite, auf Timo Benchu. Der holt sich ein paar Yards wieder zurück. Quishy Brown war da, Nummer 6.
super Talent als Defense Back, haben versucht ihn zu blocken, der war nicht zu blocken, hat den Tackle gleich gemacht. Und haben das Offense von den Dukes weggeschickt, kriegen dann das Ball gleich wieder für die Frankfurt Universe Offense. Damit Dukes beim vierten Versuch und immer noch 13 Yards zu gehen. Da kommt der Punt. Kurzes Punt. Haben wir. Der hüpft. 49. 46 Yard Linie. So, ja, wie früher gesagt, es ist immer gut, wenn die Offense auf den Platz kommt und das Ball schon Mittelfeld ist. 2 Minuten 44 Sekunden noch bis Halbzeit, haben die Universe Zeit, noch einen Touchdown zu kassieren. Die Dukes Defense versucht es nicht. Stephen Cluley wirft nach weit nach vorne über die Mitte auf David Chironjanza. Und der holt sich einen deutlichen Raumgewinn von knapp 30 Yards. Damit super auf Pass. Jeden Fall ein neues First Down. Ja, auf alle Fälle. Super Pass von Cluley auf David Chironjanza. War frei in die Mitte. Die Frankfurt Universe damit wieder kurz vor der Endzone der Ingolstadt Dukes. Stephen Cluley sucht nach einem Receiver und findet ihn in Philipp Vincent für einen erneuten Touchdown. Schön für Philipp. Respekt. Ehemaliger Teammate von mir mit den Munich Cowboys. Hat sich weiterentwickelt und ist jetzt Frankfurt Universe Wide Receiver und hat erste Touchdown hier in Ingolstadt gemacht. Respekt. Frankfurt Universe wollen jetzt für den Extrapunkt gehen. Und der ist gut. Damit der neue Stand. 17 zu 10 für Frankfurt Universe. So schnell geht's. Wenn die Dukes haben auch den Ball gehabt, haben wieder Strafe gehabt, waren First and 20. Zurück und musste dann ponten. Kein 20 Sekunden sind auf dem Clock und die Universe haben das Führung-Touchdown kassiert. Dukes müssen hier unbedingt was machen on Offense mitzuhalten mit der Universe. Mit 2 Minuten und 19 Sekunden haben die Dukes noch auf jeden Fall die Möglichkeit, in diesem Quarter und dieser Halbzeit nochmal mit den Frankfurt Universe gleichzuziehen und mit einem Unentschieden in diese Halbzeit zu gehen. Derek Cotrington mit dem Return bis an die 25-Yard-Line. Damit haben die Ingolstadt Dukes jetzt noch 2 Minuten und 14 Sekunden, um bis an die Endzone der Frankfurt Universe zu kommen. Erster Versuch, 10 Yards zu gehen. Hughes behält den Ball, unter Druck, wirft nach außen.
Ja, yeah, werft einfach weg. Es ist eine gute Entscheidung, Toby, als Quarterback, wenn da irgendwie nichts da ist, statt irgendwie einen Fehler zu machen, einfach den Ball wegwerfen, weil du hast immer noch Versuche zum First Down machen. Dukes damit mit dem zweiten Versuch weiter in 10 Yards zu gehen. Diesmal Ballübergabe an Lars Koslowski. Der schafft einen Raumgewinn von 5 Yards damit. Dritter Versuch, 5 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Koslowski, ein sehr talentiertes Running Back. Hätte den großen O-Line von den Dukes, die kommen langsam vorne mit den Laufspielen. Hughes läuft selbst über die Mitte. Reicht es für die First Down? Das scheint mir nur ein Raumgewinn von ca. 2 Yards gewesen zu sein. In der Tat, das wäre damit der vierte Versuch und immer noch 2 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Wenn die Dukes den Ball jetzt per Punt abgeben, werden sie diese Halbzeit vermutlich keine Chance mehr haben, den Ball nochmal zu bekommen und bis in die Endzone vor allem der Frankfurt Universe zu tragen. Frankfurt hingegen hat aktuell noch 1 Minute 17 auf der Uhr. Damit bei einem sehr guten Drive nochmal die Chance auf weitere Punkte. Diesmal ein weiter Punt. David Giron Janza fängt den und läuft bis an die eigene 38-Yard-Line. Frankfurt Universe haben damit noch knapp über 1 Minute Zeit, um erneut Punkte aufs Scoreboard zu bringen und die Führung vor der Halbzeit noch auszubauen. Aktuell steht es 17-10 für die Universe. Ja, die haben letztens innerhalb von 30 Sekunden gescored und die können auch in den Minuten 4 Sekunden. Kurzer Pass auf die linke Seite. David Giron Janza und Universe beeilen sich wieder aufzustellen, um die Zeit zu nutzen. Noch circa 45 Sekunden auf der Uhr. Wieder Pass auf die linke Seite. Das ist Timothy Thomas, der sich da ein neues First Down für die Frankfurt Universe sichert und mit seinem Schritt out of bounds die Uhr anhält. Neuer erster Versuch an der 45-Yard-Line der Ingolstadt Dukes. Stephen Cluley läuft selbst. Läuft über die rechte Seite. Nach einem Raumgewinn von ca. 4 Yards läuft er out of bounds. Die Uhr ist damit wieder angehalten. Sie steht bei knapp 30 Sekunden. Frankfurt Universe steht mit ihrem zweiten Versuch, noch 6 Yards zu gehen, an der 41-Yard-Line der Ingolstadt Dukes. Zeit wirft auf die rechte Seite. Der ist gefangen von Max Simpson, der direkt wieder out of bounds geht
und die Uhr erneut anhält. Neues First Down für die Frankfurt Universe. Universe ist jetzt in ein Two-Minute-Offense. Die nehmen nicht so viel Zeit auf die Clock und die wollen wieder in die Endzone kommen. Die Universe wollen diesen Score, um ihre Führung vor der Halbzeit noch auszubauen. Steven Cluley hat Zeit, wird jetzt unter Druck gesetzt. Läuft selbst über die linke Seite. Und an der 20-Yard-Line, out of bounds. Doch da hinten liegt eine Flagge vor der Teamzone der Ingolstadt Dukes. Cluley auf der Flucht nach links. Bekommt er ein gutes Block von dem Wide Receiver Timothy Thomas. Ist dann out of bounds gegangen. Das natürlich stoppt den Play Clock mit 14 Sekunden noch. Das scheint ein. Aber der Block von dem Wide Receiver war wahrscheinlich ein Foul. Nein, ein Holding, glaube ich. Gegen Frankfurt Universe, damit 15 Yards zurück. Immer noch erster Versuch. Aber jetzt knapp 25 Yards zu gehen. Weiter Pass nach vorne auf David Gironianza. Der kann den Ball nicht festhalten. Das ist unglaublich. Corey Magwood, Linebacker, gegen Nummer 10, Wide Receiver. Das Speed-Unterschied, das große Unterschied. Corey war immer noch dran und war in guter Position, den Ball zu verteidigen. Sonst hatten die Universe Ballbesitz an die 15-Yard-Linie. Zweiter Versuch, immer noch 25 Yards zu gehen und noch knapp 8 Sekunden auf der Uhr. Steven Cluley hat Zeit, wirft weit nach vorne und der ist incomplete auf Timothy Thomas. Damit Halbzeitpause in diesem unglaublichen Spiel. Wir sehen hier nochmal, Steven Cluley hat Zeit, wirft weit nach vorne Richtung Timothy Thomas. Da stehen schon 4 Verteidiger der Dukes bereit. Am Ende liegt der Ball jedoch auf dem Boden. Eine bisher unglaubliche erste Halbzeit. Beide Teams beinahe auf Augenhöhe. Der aktuelle Score ist 17 Punkte für Frankfurt, 10 Punkte für Ingolstadt. Und ich glaube, man kann fast davon ausgehen, dass es in der zweiten Halbzeit in diesem Maße weitergeht. Ja, wie früher gesagt, glaube, erste Halbzeit war sehr viele Emotionen drin. Coach Haaf hat gesagt, die spielen gegeneinander immer knapp und physikalisch und da sieht man, da merkt man, die Emotion ist hoch. Da macht man dann oder sagt man oder macht man, wie auch immer, bestimmte Dinge, was in die Augen von den Schiedsrichter ein Flag bedeutet, ein Penalty, ein Strafe. Wir haben dann die Dukes gesehen mit 10-2 Führung. Und seitdem haben die Universe zweimal Touchdown, die Endzone gefunden. Aber jetzt langsam, glaube ich, wir werden ein spannendes zweites Halbzeit haben. Wir hoffen darauf, nicht, dass es so wird wie letzte Woche. Wir erinnern uns auch, letzte Woche stand es zur Halbzeit fast gleich. Die Gäste hatten 17 Punkte, die Dukes 16 Punkte. Und in der zweiten Halbzeit kamen erstmal nur die Comets aufs Scoreboard, bevor die Dukes im vierten Quarter eine unglaubliche Aufholjagd gestartet haben. Wir hoffen, dass es dieses Mal ausgeglichener bleibt und die Dukes sich hier auch im dritten Quarter deutlich wehren können.
Frankfurt bekommt den Ball zuerst in zweiter Halbzeit und für Frankfurt, das ist ein klares Signal, die wollen zeigen, hey, wir sind hier, wir werden über dein Feld hier in Ingolstadt marschieren und wir werden ein Touchdown zum Schluss kassieren. Für die Dukes Defense, die wollen natürlich Tempo andersrum haben und sagen, nee, ihr kriegt den Ball als erstes, aber wir schicken ihn auf dem Platz ohne Punkte und geben unserer Offense, die Dukes Offense, die Chance, das Ball zu haben und wieder in Führung zu kommen. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit und verabschieden uns erstmal in eine kurze Halbzeitpause. Wir sind gleich wieder da.
damit herzlich willkommen zurück hier im ESV-Stadion in Ingolstadt zu der Partie Frankfurt Universe gegen Ingolstadt Dukes. Wir erinnern uns an eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit. Der aktuelle Stand 17 Punkte für Frankfurt, 10 Punkte für Ingolstadt. Und wir freuen uns auf diese zweite Halbzeit. Wir werden sehen, welche Adjustments, welche Anpassungen beide Teams gemacht haben. Ob es nur so weitergeht oder ob vielleicht nicht doch wie letzte Woche ein Team für einige Zeit dominieren wird. Ja, das ist ein Team-Sport, Tobi, und die Dukes-Defense schaut gut aus. Frankfurt Universe hat schon mal zwei Touchdowns hier in die zweiten Viertel gemacht. Die Dukes Offense müssen erstmal First Downs machen und ein paar Drives zusammenstellen und keep the chains moving. First down und dann Touchdown. Die Offense müssen hier Ballbesitz haben. Ich würde sagen, oder ich hoffe, dass wir sehen hier das Matchup mit Regler gegen Reese ein bisschen mehr die Ball in seine Richtung werfen. Sonst hat Nelson Hughes Zeit zu werfen. Müssen nur die richtige Mann finden. Wir haben bis jetzt auch den Anthony Melo nicht so oft gehört oder gesehen. Und das sind schon genug Spielmacher in die Offense für die Dukes, was zu machen. Aber erstmal kriegt Frankfurt Universe den Ball. Ganz genau. Die Dukes beginnen mit dem Kickoff. Die zweite Halbzeit. Und die Frankfurter Offense bekommt den Ball. Die Frankfurter Offense hat ja bisher auch sehr viel immer auf die Seite von Ruben de Reuter gespielt, wenn er als Defensive Back auf dem Feld stand. Genauso wie sie gerne kurze Screens gespielt haben. Die haben ja auch letzte Woche schon von den Comets gegen die Ingolstadt Dukes funktioniert. Daher werden die Frankfurt Universe wahrscheinlich einen besonderen Fokus auch auf diese Plays gelegt haben. Die spielen hocheffizient Football. Kurze Pässe, hochprozentige Fangbälle, damit die athletische Skillposition Leute, die Ball mit weiterlaufen kann. Und das ist natürlich sinnvoll, dass die Leute den Ball haben und weiterlaufen können. Das ist die Gedanken hinter. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit an diesem verregneten Tag. Lorenz Regler wird den Ball gleich per Kick übergeben. Weiter Kickoff. Und der Return bis an die 20-Yard-Line. Da liegt allerdings eine Flagge mitten auf dem Spielfeld. Normalerweise ist das on the return team. Irgendwie block in the back. Dann bedeutet das wieder rückwärts für die Frankfurt Universe Offense. Zwei Strafen sind gezeigt. False Start Dukes on the Kickoff Team und Holding on the Return Team Universe.
Die Penalties schlagen einander aus. Jetzt Re-Kick, oder wie? Okay, interessant. Eine Wiederholung des Kickoffs. Durch die Innenstadt Dukes. Da ist der neue Kickoff. Direkt in die Hände von Kwesi Brown, der sich da durch die Mitte kämpft und den Ball verliert. Mal schauen, welcher Trikot kommt raus mit dem Ball. Beide Mannschaften liegen in diesem Haufen drin. Der Ball allerdings in den Händen von John Patrick Johnson. Damit, wie erwartet, Ballbesitz für die Frankfurt Universe. Sie beginnen also mit einem First Down an der eigenen 36-Yard-Line. Stephen Cluley wirft auf die rechte Seite. Wieder Timothy Thomas. Der fängt fast alles. Ich habe ihn niemals einen Ball nicht gefangen sehen. Was für ein Quarterback natürlich ein Traum ist. Frankfurt Universe mit dem zweiten Versuch, noch weitere 6 Yards zu gehen. Wieder auf die rechte Seite zu David Dion Janser. Das war ein kurzer Raumgewinn. Nichtsdestotrotz ein Raumgewinn. Das ist das Efficient Offense from the Universe. Kurze Pässe. Damit dritter Versuch. Mag das leichter, den First Down zu machen. Dritter Versuch, noch 4 Yards zu gehen für Frankfurt Universe. Ballübergabe an Andreas Betzer und der holt sich das neue First Down. Sofern ich das jetzt richtig sehe, ja, der Ball liegt auf der 46-Yard-Line. Das reicht für ein neues First Down. War ein guter Push von der Frankfurt Universe Offense Line vorne. Du hast nur die Orange Trikots vorne gesehen. Die haben fast an den Defensive Line von den Dukes hintergeschoben. Und das macht dann das Arbeit ziemlich leicht für die Running Back, den First Down zu laufen. Die Frankfurt Universe also mit dem neuen First Down. Stephen Cluley läuft auf die linke Seite und wirft noch nach vorne auf Philipp Vincent. Der bekommt den Ball aber nicht zu fassen. Damit Incomplete Pass, zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen. Ball war hinter Philipp Vincent geworfen, aber Corey Magwood war auch da. In guter Position ein Play on the Ball zu machen. Die Full Offense der Frankfurt Universe macht sich bereit. Kurze Motion und Stephen Cluley hat Zeit, wirft den Ball auf die rechte Seite, der rutscht
durch die Hände von Timothy Thomas. Der hat noch tiefer, die wollen einen tiefer Pass schmeißen da. War alles gut gedeckt von der Ingolstadt Dukes Defense. Und dann hat ist runtergecheckt. Die Nummer 17 hat das Ball einfach durch die Hände gelassen. Ist ein Running Back. Genau, das war nicht Timothy Thomas, das war David Merkel. Kurze Korrektur an dieser Stelle. Dritter Versuch, immer noch 10 Yards zu gehen für Frankfurt. Stephen Cluley hat Druck und wird zu Boden gebracht. Big Sack für Dukes Defense. Wir haben vor der Halbzeit gesagt, Dukes Defense wollen die Universe Offense stoppen. Das ist ein Spiel, es geht um Momentum. Und das ist ein guter Schon für die Dukes Momentum am Anfang hier in die zweiten Halbzeit. Die Frankfurt Universe damit mit dem vierten Versuch, theoretisch noch ca. 15 Yards zu gehen, entschließen sich zu punten. Der Return war nicht besonders weit. Nichtsdestotrotz, First Down, Ingolstadt Dukes. Das war die 28, Jakob Wenzel, hat nicht so viel Platz zu laufen, aber die Dukes Offense, Nelson Hughes und Co. haben ein neues First Down. Die Dukes stehen damit ungefähr an der 30-Yard-Line und Hughes wird zu Boden gebracht. Das war ein Quarterback-Sack mit einem Verlust von ca. 3 Yards. Damit zweiter Versuch. Die haben das Laufspiel getäuscht und Nelson hat dann danach nicht so viel oder nicht genug Zeit, das Ball zu werfen. Leider gezackt. Da liegt eine Flagge auf dem Spielfeld. Scheint. Da waren zu viele Spieler. Weiterhin zweiter Versuch. Listen Hughes unter Druck. Wieder. Wird wieder zu Boden gebracht. Das ist natürlich nicht die Anfang, dass die Dukes Offense haben wollen, in die zweite Halbzeit zurückzugehen. Jetzt da waren ist dritte und halbes Feld zu gehen. Da war die D-Line der Frankfurt Universe mit Siroj Suleimanov, Cedric Udekbe und Adrian Dula. Die Dukes mit dem dritten Versuch. Damit der vierte Versuch und fast 30 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Damit ein erneuter Punt-Versuch. Und der Punt geht weit nach hinten. Und David Dion Janza läuft nach vorne. Bis zur 25-Yard-Line der Ingolstadt Dukes.
Damit ein neues First Down für Frankfurt Universe. Wir sehen gerade, wir haben eine Flagge auf dem Spielfeld liegen. Das war ein Holding von Seiten der Frankfurt Universe. Damit wird das neue First Down weiter hinten angesetzt. Sie stehen jetzt an der 48-Yard-Line der Ingolstadt Dukes. Nichtsdestotrotz in der gegnerischen Hälfte. Das war ein Offside von Seiten ja, der Dukes Ingolstadt Defense Dukes. Offside und kriegen dann die Universe 5 Yards plus. Damit haben die Frankfurt Universe den ersten Versuch an der 43-Yard-Line. Erster Versuch, 5 Yards zu gehen. Stephen Cluley wird zu Fall gebracht. Da war Alexander Langgartner zur Stelle. David, zweiter Versuch. Heiß hier. Die sind zu Hause hier in Ingolstadt und wollen nicht, dass die Universe einfach über den Feld marschiert. Die Dukes Defense bleibt dann ins Spiel. Gibt die Offense die Chance hier. Gibt das Mannschaft die Chance. Zweiter Versuch, 8 Yards zu gehen. Pass auf die rechte Seite zu David Gironianza. Und das reicht für ein neues First Down. Wieder ein sehr effizientes Passspiel. Das war oben kleine Outroute. Easy, fangbar, neues First Down, Universe. Ballübergabe an Andreas Betzer. Und der holt sich circa 5 Yards. Damit zweiter Versuch, 5 Yards zu gehen. Für die Frankfurt Universe. Luli wirft weit nach vorne über die Mitte. Der ist gefangen von Timothy Thomas für den Touchdown. Timothy Thomas, einer der gefährlichsten Wide Receivers GFL, ist vorbei an Ruben de Reuter gelaufen und ein super Pass von Luli in die Endzone. For the Universe Touchdown. Damit baut Frankfurt seine Führung aus. Auf 24-10. Das sind jetzt 3 Scores from the Universe ohne Antwort von den Dukes. Und die Frage hier, Tobi, ist, ob die Dukes werden mit einem Score selber antworten, damit die wieder ins Spiel kommen.
Letzte Woche haben wir gesehen, dass die von 24 Punkten Niederlage zurückgekommen ins Spiel sind. Hier gegen Universe mit 14 Punkten Niederlage. Ist es noch nicht, ist es immer noch greifbar, ist es immer noch da. Die können zurück ins Spiel kämpfen, aber die brauchen jetzt hier ein gutes Return von Sterry Cordington oder Anthony Melo. Das war sehr hilfreich. Und dann die Offense muss ein gutes Drive hier gleich haben. Wenn die Dukes jetzt direkt antworten können, könnten sie das notwendige Momentum haben, um sich zumindest wieder den Gleichstand zurückzuholen. Wenn nicht sogar die Führung. Wir werden sehen, was die Dukes jetzt zu sagen haben. Anthony Meller mit dem Return. Hat Platz. Oh. Gut durch die Mitte. Circa 25 Yard Line. Damit neues First Down für die Offense der Englischer Dukes. Ein neuer Drive und ein neuer Versuch. Wie letzte Woche gegen die Comets haben die Dukes die zweite Halbzeit genutzt, ein paar Trickplays hier auszupacken. Mal schauen, ob die ein paar neuen Trickplays haben und ein paar Quick Scores kassieren können. Hughes wirft durch die Mitte zu Anthony Meller. Der kommt nicht an den Ball ran. Damit weiterhin 10 Yards zu gehen. Zweiter Versuch. Schade, sehr, sehr schade. Anthony Meller über die Mitte war frei. Ball war leider zu hoch geworfen. Zum Glück war kein Interception. Weil wenn das Ball hoch über die Mitte fliegt, kann alles passieren. Meistens endet es in die Verteidigerhände. Nelson Hughes übergibt den Ball an Lars Koslowski. Und der stolpert an der 34-Yard-Line ungefähr ins Aus. Damit dritter Versuch. Aber immer noch 3 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Pass auf die rechte Seite. Wird knapp. Das war Daniel Balazovic. Der mit diesem Catch, wir werden es gleich sehen, wohl nicht ganz das neue First Down geschafft hat. Wir sind beim vierten Versuch, noch ein Jahr zu gehen. Und die Dukes scheinen das ausspielen zu wollen. Nelson Hughes checked in play. Und Dukes sind offsides gejumpt. Direkte Tackle 77. Schaut aus wie Tommy Schmidt. Dann können wir gleich erwarten, die Punt-Team kommt und den Ball zum Kicken. Das ist echt wichtig, Tobi. Erster Versuch, incomplete pass. Hast du dann quasi einen Versuch verloren? Und dann mit 10 Yards die nächsten zwei Versuche. Es ist immer gut, wenn man ein positives Play on First Down hat, damit du mehr Freiheit mit den Spielzügen für zweiter Versuch und dritter Versuch hat. Es ist. Die Dukes haben ihr Punt-Team auf den Platz geschickt und die Frankfurt Universe haben ein Timeout genommen
Die Dukes stehen beim vierten Versuch, 6 Yards zu gehen, dementsprechend die Entscheidung zu punten. Damit könnte natürlich das notwendige Momentum verloren gegangen sein, das die Ingolstadt Dukes genau an dieser Stelle gebraucht hätten. Ja, die müssen hier aufpassen wegen dem Punt-Block. Die sind schon knapp dran. Aber Timo hat ein gutes Punt geliefert. David Durandanza läuft mit dem Ball weit nach vorne. Bis an die 41-Yard-Line. Damit ein neuer Drive für die Frankfurt Universe startend an der 42-Yard-Line, der Englisch, nein, an der eigenen 42-Yard-Line. Wir werden sehen, ob die Dukes Defense damit wieder ein wenig Schwung bekommt oder ob Frankfurt hier wieder nach vorne marschieren kann. Und da wird Stephen Cooley zu Boden gebracht von José Rico. Dukes Defense, insbesondere das Defense Line, die bringen schon Druck auf den Quarterback und wir haben schon fast jeden Series ein großes Sack von den Ingolstadt Dukes gesehen, die kämpfen noch ins Spiel zurückzukommen und das macht es schwer für die Universe. Frankfurt Universe damit mit dem zweiten Versuch und knapp 15 Yards zu gehen. Pass auf die rechte Seite! Wieder Timothy Thomas. Das war ein guter Raumgewinn. Damit noch ca. 5 Yards übrig. Dritter Versuch für die Frankfurt Universe. Lully wirft über die Mitte. Der rutscht Timothy Thomas durch die Hände. Incomplete Pass. Ein Ingolstadt Dukes Spieler ist am Boden. Das könnte das Corey Magwood sein. Corey Magwood. Das ist nicht gut genug für die Dukes Defense. Die Dukes könnten hier zumindest kurzzeitig einen Kernspieler der Defense verlieren. Aber er kann bereits wieder aufstehen. Und geht langsam vom Platz. Die Frankfurt Universe stehen nun mit ihrem vierten Versuch. Und noch 6 Yards zu gehen. An der 46-Yard-Line. Die punten Frankfurt, aber die Dukes haben keine Tief. Die haben keinen Punt-Returner drin. Jetzt kommt der Ruben de Reuter. Und einer geht vom Platz weg. Und der Ball wird von der Defense der Frankfurt Universe von Daniel Jussia auf die 10-Yard-Line der Ingolstadt Dukes gelegt. Damit ein neuer Drive, neuer Versuch in die gegnerische Endzone zu kommen für die Ingolstadt Dukes. Wieder, die Dukes brauchen hier was mit Offense. Die brauchen erstmal First Downs und First Down. Guter Punkt. Hier erster Versuch, die müssen was Positives machen. Nicht, dass die in den Loch fallen
fürs zweite und dritte Versuch. Hughes wirft auf die rechte Seite zu Lorenz Regler. Ist gut. Der fängt den Ball und lässt sich direkt out of bounds fallen. Damit zweiter Versuch und noch circa 3 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Lorenz Regler, ein 2 Meter Ziel und das ist ein schönes Target zu haben als Quarterback. Und da bricht Jakob Wenzel durch die Mitte, holt sich einen deutlichen Raumgewinn von ca. 11 Yards. Neues First Down, Ingolstadt Dukes. Jakob Wenzel, 30 Yard Line. Ein neuer Zugang aus München, hat schönes Pad-Level, ist deutlich die erste Linie gebrochen und hat ca. ein schönes Lauf da gehabt. Hughes wirft weit auf die rechte Seite zu Lorenz Regler. Der kommt nicht ganz an den Ball ran. Und wird von Jonas Ries zurückgehalten. Damit zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Und wieder Ballübergabe an Jakob Wenzel. Da war einfach nichts da. Die Frankfurt Universe Defense ist da in die Mitte, alles eingecrashed und abgestürzt. Da war kein Platz frei für Wenzel irgendwo hinzulaufen. Dritter Versuch, 11 Yards zu gehen. Na, da liegt eine Flagge. Steckt es wieder ein? War nix. Die Flagge wurde zurückgenommen. Der Schiedsrichter hatte wohl 12 Mann von einer Mannschaft auf dem Platz gezählt. Musste sich aber korrigieren. Damit immer noch dritter Versuch, 11 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Und Nelson Hughes hat Zeit. Wirft über die Mitte zu Daniel Balasevic. Das ist gut für ein neues First Down der Ingolstadt Dukes. Super Pass von Nelson, der hat Zeit, der hat Wide Receiver frei laufen und der konnte wählen, wohin damit und hat Danny ausgesucht und First Down Ingolstadt Dukes. Nelson Hughes wird verfolgt, läuft selbst über die linke Seite und an der gegnerischen 47 Yard Line, out of bounds. Kurz vor neuen First Down. Ja. Es reicht für ein neues First Down. Like. Und wir kommen damit ins vierte Viertel dieses Spiels. Ingolstadt Dukes haben ein gutes Tempo hier mit dem Laufspiel von Wenzler, mit die Passer von Hughes. Die haben ein gutes Drive soweit. Anfang hier vierte Viertel. Mal schauen, wenn die hier kassieren kann, dann haben wir ein großartiges Spiel.
Die Ingolstadt Dukes jetzt mit ihrem ersten Versuch. Sie stehen weiterhin an der 47-Yard-Line der Frankfurt Universe. Und haben in diesem Quarter noch 12 Minuten Zeit, um 14 Punkte aufzuholen. Das war ein wunderbarer Pass auf die linke Seite zu Anthony Meller. Das reicht auch wieder für ein neues First Down. Die Offensive Line von den Ingolstadt Dukes spielen heute großartig. Nelson hat Zeit. Der hat Melo hier an die linke Seite gesehen. Hat eine schöne Route gelaufen. So soll sein. Hughes hat Zeit. Wirft weit nach vorne. Richtung Anthony Meller. Fast ja, wäre John Patrick Johnson dran gewesen. Ja, da war ein bisschen Kontakt von die Sebastian Silva Gomez. Meinte Melo, das konnte schon Pass interfered sein, aber die Schiedsrichter haben das nicht gesehen. So kommen wir auf zweiter Versuch. Die Dukes mit ihrem zweiten Versuch. Hughes läuft selbst über die rechte Seite. Und da liegt eine Flagge auf dem Spielfeld. Das ist eine Strafe gegen die Ingolstadt Dukes. Damit geht es für die Ingolstadt Dukes ein gutes Stück zurück. Zweiter Versuch und 25 Yards zu gehen. Anthony Meller bekommt den Ball. Und wird für ca. 6 Yards Raumverlust getackelt. Die Strafe, die Ingolstadt Dukes zuvor kassiert hatten, war ein Chop-Block. Damit ging es ein deutliches Stück nach hinten. Jetzt sind sie beim dritten Versuch. Und 30, fast 40 Yards zu gehen. Auf die rechte Seite zu Lorenz Regler. Dem wird der Ball aus den Händen gehauen. Turnover, Frankfurt Universe. Die haben gleich Regler Kontakt gegeben. Hat er das Ball nicht gesichert, Ball war frei und Frankfurt Universe hat ein neues First Down. Der Ball wird als Incomplete Pass gewertet. Okay. Damit bekommen die Dukes noch ihren vierten Versuch. Im Regel muss man in Ballbesitz paar Schritte laufen erstmal, bevor den Turnover passieren kann. Damit hat die Schiedsrichter entscheidet, das war incomplete statt Fumble und punten die Ingolstadt Dukes. Was am Anfang schaut er wie ein gutes Drive aus, dann mit Penalty und wieder ein
Raumverlust. Timo Benchu mit dem Punt. Nach hinten in die Arme von David Tyranianza. Der zieht an ein paar Verteidigern vorbei. Bis zur 33-Yard-Line. Damit der Ball für die Offense der Frankfurt Universe. Mit zwei Touchdown Führung. Wir können sehen hier gleich, ob die Universe den Tempo runterdreht und lässt ein bisschen mehr Zeit auf den Clock laufen. Oder bleiben die ganz normal, machen sein Ding und versuchen wieder zum Punkten. Wir werden die Antwort auf diese Frage gleich hier sehen. Frankfurt Universe mit ihrem ersten Versuch. Ballübergabe an Andreas Betzer. Und der wird von Benjamin Achter zu Boden gebracht. Für einen Raumverlust von ca. 5 Yards. Ben Achter ist hin und her, ist everywhere. Overall, wo das Ballträger ist, ist der Ben Achter da. Ein sehr gutes Spiel von die Linebacker-Core, auch die Line mit dazu. Defense liefert heute ein großherziges Spiel. Zweiter Versuch, ca. 15 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Stephen Cluley lässt sich Zeit, wirft weit nach vorne auf die rechte Seite zu Timothy Thomas. Der kommt nicht an den Ball ran. Wurde von Sterry Cutrington davon abgehalten. Damit dritter Versuch, weiterhin knapp 15 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Das war in dem Moment, was die Ingolstadt-Dudes brauchen. Sterry Cutrington hat eine kleine Chance, das Ball zu intercepten. Ist leider mit dem Ball nicht zurückgekommen. Trotzdem hat er das Ball verteidigt. Stephen Cluley behält den Ball, wirft über die Mitte zu David Dion Janza. Der war incomplete. David ist schon frei über die Mitte, aber großes Hit von Alexander Wiesbeck lässt ihn das Ball nicht fangen. Damit hat die Defense die Aufgabe gemacht, den Offense von the Universe weggeschickt und die Ball wieder zurück an die Dukes Offense zu geben. Kurzer Punt. Ein hoher und kurzer Punt von der Frankfurt Universe. Die Dukes bekommen den Ball auf der eigenen 40-Yard-Line. Die Dukes haben hier 9 Minuten, brauchen 2 Scores, haben gut Field Position. Das ist jetzt der Moment, wo du in Offensive Huddle stehst und nun sagst, hey Jungs, jetzt geht's los, jetzt oder nimmer. Und hoffentlich die sind fired up, das Touchdown zu machen hier gleich. Vielleicht sehen wir jetzt dieselben Ingolstadt Dukes, die bereits letzte Woche im vierten Quarter eine noch größere Aufholjagd hingelegt haben. Erster Versuch für die Ingolstadt Dukes. Kurzer Pass auf die linke Seite, der wurde intercepted von Joshua Poznanski. Und der kommt weit nach vorne. Bis an die 15-Yard-Line.
Das ist hart. Der sollte auf... Hat die Melo vorbeigeworfen und weil die Verteidiger von The Universe gleich da Joshua Posnanski zu fangen und weiterbringen. Damit liegt das Momentum natürlich wieder auf der Seite von Frankfurt. Die Offense wird dadurch einen Motivationsschub erhalten, während genau. die Dukes wahrscheinlich jetzt einen Dämpfer bekommen. Wir werden sehen, ob die Frankfurt Universe jetzt ihre Führung ausbauen können. Dann wird es für die Ingolstadt Dukes schwer, da wieder ranzukommen. Stephen Clulie behält den Ball, wirft auf die linke Seite. Das ist ein Touchdown! Durch David Jiron Jansa. Das ist ein Matchup. Die Receiver in the Slot ist natürlich von einem Linebacker gecovert. Und das ist ein Matchup, wo man sagt, Linebacker ist nicht so der Coverage-Typ. Und die Quarterback, Clulie, hat den Wide Receiver gefunden auf der linken Seite. Frei war ein Corner Route. Sehr guter Ball, gutes Catch. Touchdown Universe. Ball ist und wieder frei, der Versuch. Die Universe damit mit einem gefakten Extrapunkt. David Jiron Jansa behält den Ball und läuft los und holt sich die 2 Punkte drauf. Für Frankfurt Universe damit der neue Spielstand 32 zu 10 für die Frankfurt Universe. Es ist natürlich jetzt eine schwere Aufgabe für die Ingolstadt Dukes in den verbleibenden 8 Minuten, 40 Sekunden, 3 Scores auf das Scoreboard zu bringen und dazu mindestens eine Two-Point-Conversion. Ja, was fehlt mir ist Consistency, denn Kontinuität, Baller zu fangen, Pässe genau anzubringen, das Positives Raumgewinn zu machen. Das, was man braucht als Offense, denn ins Flow zu kommen, das fehlt mir und das ist natürlich hart, wenn die Defense da draußen kämpft die ganze Zeit, die wollen auch Unterstützung von der Offense haben, weil die hätten schon Chancen mit dem Ball gehabt. Derrick Hortrington versucht sich am Kick-Return und kommt bis zur 20-Yard-Line. Damit starten die Ingolstadt Dukes weit in der eigenen Hälfte mit ihrer Aufholjagd. Neuer erster Versuch für Nelson Hughes und seine Offense. Ball auf die rechte Seite. Jan Hochschild holt sich da ein paar Yards. Wir sind beim zweiten Versuch. Immer noch 6 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Wirft über die Mitte. Beinahe wieder intercepted. W-
Weiß ich nicht, wer da in die Umgebung war von den Ingolstadt Dukes, Tobi. Den Ball war die einzigste Möglichkeit da, war der 47. Tristan Barth intercepted das Ding. Dritter Versuch für die Ingolstadt Dukes. Weiter! Ball über rechts! Das genau. Und den hat Lorenz Regler sicher! Das konnten die laufen jedes Spielzug. Einfach auf Lorenz Regler, 2 Meter hoch. Der fängt auch alles und keiner kommt in der Nähe dran, weil der so hoch ist. Ich hatte erwartet, dass früher als jetzt mit 22 Punkte Niederlage. Aber schönes Spiel von den Dukes. Esnius wirft auf die linke Seite. Da waren fast wieder Defense-Spieler von Frankfurt Universe dran. Nils Weiße hat beinahe mit seinen Fingern den Ball berührt. Auch hier kein erkennbarer offener Spieler für die Ingolstadt Dukes. Zweiter Versuch, 10 Yards. Ballübergabe an Lars Koslowski. Korrektur, das war Jakob Wenzel. Der liefert heute ein gutes Spiel. Ich wollte auch mehr von Jakob Wenzel sehen. Die Ingolstadt Dukes haben sich ein neues First Down erkämpft. Hughes läuft auf die rechte Seite. Weiter Ball auf Jan Hochschild. Incomplete Pass. Nelson Hughes hat ein bisschen Druck bekommen in die Mitte, ist dann raus Rex gelaufen, hatte schon Jan Hochschild frei. Leider war das in die Endzone nicht gefangen. Dukes sammelt mit dem zweiten Versuch 10 Yards. Scheinbare Ballübergabe an Dominic Condolo und Nelson Hughes versucht sich mit dem eigenen Lauf über die Mitte. Damit dritter Versuch und noch 5 Yards zu gehen für die Ingolstadt Dukes. Hughes läuft wieder über rechts und wirft weiter auf die linke Seite zu Lorenz Regler. Der Ball war fast in den Händen von Joshua Poznanski, der bereits vorhin den Ball intercepted hatte. Ist immer ein schweres Werf, nach rechts zu laufen und wieder oben den Feld links zu werfen. Ist auch gefährlich, denn Gefahr für Interception ist sehr hoch. Die Dukes spielen hier 4. Versuch aus. Noch 5 Yards vor den Ingolstadt Dukes. Ball durch die Mitte auf Jan Hochschild. Das hat gereicht für ein neues First Down für die Ingolstadt Dukes. Damit stehen sie in der Red Zone der Frankfurt Universe und haben aktuell noch 6 Minuten und 28 Sekunden auf der Uhr. Ball auf die rechte Seite. Lorenz Riegler kommt da nicht dran und da liegt eine Flagge.
defeated in matchup Reese und Regler. Reese hat anscheinend Pass Interference. Und die Universe überlegen das Ganze jetzt und callen Timeout. So eine Drive hätten die Dukes schon früher ausgepackt. Die brauchen das Consistence, brauchen die schon direkt aus der Kabine für die zweite Halbzeit. Sieht gut aus, Mischung von Lauf, gute Passspiele, verschiedene Wide Receiver. Die Ingolstadt Dukes stehen damit fast direkt vor der Endzone der Frankfurt Universe. Mit ihrem ersten Versuch sind noch circa 2 Yards bis zur Goal Line. Wenn sie diesen Score machen können, haben sie eine reelle Chance, noch 2 weitere Scores auszupacken und damit zumindest gleichzuziehen mit den Frankfurt Universe. Das wäre wichtig fürs Momentum des Teams. Ballübergabe an den Running Back. Das hat keinen Raumgewinn gebracht. Damit 2. Versuch und immer noch circa 3 Yards zur Goal Line. Ja, wir sind hier an die Goal Line, Tobi. Und die Universe Defense vorne ist stark und groß. Und es ist nicht so leicht, in die Mitte zu laufen an der Goal Line. Hier haben wir Passformation. Weiter, Pass auf die linke Seite zu Daniel Balazovic. Der hat ihn. Das ist der Touchdown für die Ingolstadt Dukes. Schönes Pass von Nelson Hughes auf Danny. Hat Corner Route gelaufen. Hat wieder ein Mismatch gegen einen Linebacker. Dukes Fans feiern wieder. Und die Dukes entscheiden sich, direkt jetzt für 2 Punkte zu gehen. Und die Ingolstadt Dukes nehmen ein Timeout. Die haben, Tobi, da ein Substitution-Problem. Die mussten ein Timeout nehmen, weil da war eine oder die andere nicht so genau, ob der auf dem Platz soll oder nicht. Und mussten dafür ein Timeout nutzen. Aktuell sind noch 5 Minuten und 6 Sekunden auf der Uhr. Es ist genug Zeit noch. Hier ein Two-Point-Conversion war schon mal was Positives. Lass mal überraschen, ob die Dukes den Two-Point-Conversion converten. Die Dukes gehen für 2 Punkte. Und Nelson Hughes lässt den Ball fallen, wirft auf die linke Seite. Incomplete Pass auf Daniel Balazovic. Aber da fliegen direkt mehrere Flaggen.
Ja, der Reese war auf den Rücken von Danny, so wie ein Rucksack. Das ist natürlich ein Pass-Interference. Das macht den Versuch halb Distanz näher dran an die Endzone. Und wieder ein Versuch für die Offense von den Dukes. Die Frage ist, ob man das läuft hier. Anscheinend nicht mit den D-Line von the Universe hier. Mächtig groß, stark. Pass auf die linke Seite zu Anthony Mella. Damit ist diese Two-Point-Conversion gut. Die Ingolstadt Dukes holen auf und haben jetzt 18 Punkte auf dem Scoreboard. Schön. Schönes Drive. Sie sind damit noch 14 Punkte hinter den Frankfurt Universe und haben noch 5 Minuten und 6 Sekunden auf der Uhr. Das kann durchaus ausreichen, um mindestens gleich zu ziehen. Ist ja überhaupt kein Thema. 5 Minuten ist mega viel Zeit und die Jungs brauchen hier Stop und Defense. Die haben schon gezeigt, dass die Universe Offense weg vom Platz schicken kann und wieder den Ball zu bekommen. Jetzt ist die Frage, werden die Ingolstadt Dukes einen normalen Kickoff versuchen und den Ball so schnell wie möglich mit der Defense zurückerobern oder einen Onside-Kick wagen? Wieder das ein normaler Kickoff und Kwesi Brown läuft bis an die 48-Yard-Line und da liegt eine Flagge, ein illegal Block in die Back, also ein illegaler Block in den Rücken von Seiten der Frankfurt Universe. Damit bekommen die Frankfurt Universe den Ball ungefähr auf der eigenen 30-Yard-Line. Wir haben immer noch knapp 5 Minuten auf der Uhr. Ballübergabe an Andreas Betzer, der versucht den Lauf über die Mitte. Der war gut für 2 Yards. Damit zweiter Versuch und 8. Schöne Gruß von Marcus Kostler, der hat die Mitte dick da und war dann in guter Position, den Running Back zu stoppen. Pass auf die linke Seite zu Timothy Thomas. Sehr effizient, wieder ein kurzer Pass. Raumgewinn. Der Weg ist dann kurzer, leichter, den First Down zu kriegen, hier in dritter Versuch. Die Frankfurt Universe haben noch ca. 5 Yards zu gehen. Und sie
lassen sich Zeit vor dem Snap, um die Uhr möglichst weit runter zu laufen zu lassen. Weiter Pass auf die rechte Seite, direkt in die Hände von David Tyrann-Jansa und der bahnt sich seinen Weg bis in die Endzone. Wow. Der hat da durch 4 Verteidiger gelaufen, ist auch rückwärts gelaufen, zu zeigen, hey, ihr habt den Ball und umgedreht, wir hier. Um weiterzulaufen. Ruben de Reuter, Sterrett Cotterington sind dran und werden direkt abgehängt. Ich bin echt impressed mit David Tyrann-Jansa. Was für ein Spiel hat der heute ausgepackt? Mit Touchdowns, mit Two-Point-Conversion. Hier ein Statement in die vierte Viertel. Während sich die Mannschaften für einen Extrapunkt bereit machen, sehen wir in der hinteren Spielhälfte noch einen Spieler am Boden liegen. Solange wird das Spiel hier verzögert. Ja, David Tyrann-Jansa hat in diesem Spiel nun 2 oder sogar 3 Touchdowns erzielt und sogar eine Two-Point-Conversion dazu. Dazu noch sehr viele Receiving und Return Yards. Damit sehen wir Johannes Breu vom Spielfeld humpeln. Konnte wieder aufstehen. Damit geht das Spiel weiter mit dem Extrapunkt der Frankfurt Universe. Und wieder ein Trickplay. David Tyrann-Jansa behält den Ball und passt nach vorne. Der Nummer 10 ist heute nicht zu stoppen. Zu Nils Weiße, der die 2 Punkte für Frankfurt aber sicher macht. Flagge legt wieder. Mal schauen, was die Schiedsrichter hier diskutieren. Was da passiert ist. Schiedsrichter diskutieren weiterhin. Wir sehen. Das scheint eine Strafe gegen Ingolstadt gewesen zu sein. Die Frankfurt Universe behalten aber ihre 2 Punkte und machen nun weiter mit dem Kickoff. Die Ingolstadt Dukes haben damit noch 3 Minuten und 31 Sekunden Zeit, um einen 22-Punkte-Rückstand aufzuholen. Ah, hier kommt die Strafe gegen die Ingolstadt Dukes wohl zur Geltung. Der Kickoff beginnt am Mittelfeld. Direkt in der Mitte vom Feld, an der 50-Yard-Line. Das geht dann bestimmt raus aus der Endzone. Ohne Chance mit Return. Oh.
wo die Sterry Cordington und Anthony Melo wartet. Der Ball geht genau in die Endzone, in die Hände von Sterry Cordington. Der läuft raus und schafft es. Wow. Fast über die Hälfte vom Feld. Das sind 44 Yards, die Sterry Cordington da mit dem Return noch gemacht hat. Damit bekommt die englische Dukes den Ball an der 44-Yard-Line. Sie haben noch 3 Minuten 24 Sekunden Zeit für die besagten 22 Punkte Rückstand. Durchaus ein schwieriges Unterfangen. Nelson Hughes nimmt sich die Zeit, wirft nach vorne zu Lawrence Regler. Und der hat den Ball an der 20-Yard-Line. Lawrence Regler ist auch nicht zu stoppen. Nutzt denn die große von den Mann und gib ihm den Chance, mehr oft den Ball zu fangen und solche Raumgewinn zu machen. News nimmt sich wieder die Zeit über die linke Seite auf Jan Hochschild, der hat den Ball. Touchdown, Ingolstadt Dukes. Schön. 2 Plays later, Touchdown Ingolstadt Dukes. Das war ein Drive, den sich die Ingolstadt Dukes schon die ganze Zeit, glaube ich, gewünscht haben. Das waren 22 Sekunden auf der Uhr, 2 Plays und ein Touchdown als Resultat. Die Ingolstadt Dukes gehen auch hier wieder direkt für 2 Punkte, um den Rückstand weiter zu verkürzen. Hughes wirft über die Mitte nach vorne, wieder auf Jan Hochschild. Das sind 2 sichere Punkte, damit 26 zu 40 für die Ingolstadt Dukes. Schönes Slant gelaufen von Jan Hochschild. Den Touchdown Route war ein Wheel Route, glaube ich, wo der nach außen geht und dann wieder vertical. Beiden waren super Passer von Nelson Hughes und beiden waren gut gefangen von Jan Hochschild. Klasse Football in Ingolstadt Dukes. Damit sind noch 3 Minuten und 2 Sekunden auf der Uhr. Die Dukes haben damit nur noch einen Rückstand von 14 Punkten. Mit 3 Minuten ist 2 Scores out nix. Das ist immer noch möglich. Ich würde das Ball wegkicken. Die Ingolstadt Dukes mit einem Onside-Kick, der in den Händen von David Gironianza landet. Damit Ballbesitz für die Frankfurt Universe an der eigenen 46-Yard-Line. Der Ball wird weiter nach vorne gelegt. Das ist die 48-Yard-Line. Erster Versuch für die Frankfurt Universe, die jetzt wahrscheinlich versuchen werden, die Uhr weit, so weit wie möglich runterlaufen zu lassen. Genau. Und den Dukes wenig Zeit zu geben. Ja, mit Andreas Betzer hinten. Die haben schon ein talentiertes Running Back. Zweiter Quarterback ist jetzt auf dem Platz. Das ist die Nummer 11, Sonny Weishaupt. Ballübergabe an Andreas Betzer. Der läuft über die rechte Seite. Und wird erst auf der 35-Yard-Line der Ingolstadt Dukes zu Fall gebracht. Damit deutlich ein neues First Down.
für die Frankfurt Universe. Justin Rodney jetzt als Running Back der Frankfurt Universe. Dass der besser tief atmen kann. Was trinken. Screen auf die linke Seite. Der wird nicht gefangen. Damit zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Und da kommt Andreas Betzer wieder auf den Platz. Wieder fresh. Vermutlich wieder ein Runplay, um die Uhr weiter laufen zu lassen. Jawohl, Ballübergabe an Andreas Betzer. Der läuft über die linke Seite. Läuft für circa 8 Yards. 9 Yards. Nein, das ist ein neues First Down. Für Frankfurt Universe. Sie stehen damit an der 25-Yard-Line der Ingolstadt Dukes. Die Uhr läuft weiter runter. Wir sind bei 2 Minuten 5 Sekunden. Die Universe lassen sich jetzt Zeit. Andreas Betzer bekommt den Ball. Hat Zeit, sich den Weg auszusuchen und läuft über die linke Seite. Nun an der 16-Yard-Line. Damit zweiter Versuch und noch ca. 2 Yards zu gehen für die Frankfurt Universe. Die Uhr zählt weiter unerbittlich runter und nimmt den Ingolstadt Dukes die Zeit. Und Andreas Betzer läuft zum Touchdown. Wir sehen allerdings eine Flagge mitten auf dem Spielfeld liegen. Wir warten ab, ob der Touchdown zählt. The Holding Universe geht zurück. 5 Yards. In der Tat, Strafe gegen die Universe. Damit war das kein gültiger Touchdown. Wir sind beim zweiten Versuch. Damit wieder ca. 6 Yards zu gehen. Auf der Uhr läuft die Zeit immer weiter runter. Wir sind nun bei 50 Sekunden übrig. Sonny Weishaupt, immer noch Quarterback für die Frankfurt Universe. Ein sehr talentiertes Quarterback, Tobi. Ja, in der Tat. Sonny Weishaupt hatte letztes Jahr die effizienteste Completion Rate in der gesamten GFL mit 69%. Das waren 123 gefangene Pässe bei 176 Versuchen. Nicht schlecht. Andreas Betzer bekommt den Ball, wird aber relativ schnell wieder auf den Boden gebracht. Dritter Versuch für die Frankfurt Universe. Und noch 5 Yards zu gehen. Nein, circa 4 Yards zu gehen sogar. Sie lassen die Zeit weiter runterlaufen. Wir sind damit bei 35 Sekunden. So wie es aussieht, werden sie abknien.
Sonny Weißhaupt kniet ab. Damit ist das Spiel beendet. Der Endstand 40 Punkte für Universe, 26 für die Ingolstadt Dukes. Frankfurt Universe damit verdient gewonnen. Das war eine unglaublich starke Offense. Sehr laufstark, das muss man sagen. Nichtsdestotrotz auch sehr ein sehr effizientes Passspiel. Sehr effizientes System. Die haben gute Laufspiele, die haben hochprozentige Passwerfer. Und ich glaube, die können hier von Platz zufrieden sein. Beide Mannschaften haben gut gespielt. Die Dukes können auch hier vom Platz gehen mit was Positives gegen ein Tabelle-Favorit wie Frankfurt Universe hier zu spielen. Ist schon mal etwas Positives, das die mitnehmen kann und aufbauen für nächste Woche. Nichtsdestotrotz ein sehr starkes Spiel der Ingolstadt Dukes gegen die Frankfurt Universe, die letzten Spiele nur sehr, sehr wenig Punkte zugelassen hatten und immer mit deutlichem Abstand gewonnen hatten. Die Frankfurt Universe hier als deutlicher Favorit eigentlich ins Rennen gegangen in diesem Spiel. Dafür waren die Dukes zumindest in der ersten Halbzeit permanent ebenbürtig. In der zweiten Halbzeit haben sie auch heute wieder ein wenig geschwächelt. Nichtsdestotrotz mit 40 zu 26 ein Spiel, auf das die Dukes trotz allem stolz sein können. Es ist leider wieder zu spät für die Dukes Offense. Die haben keine Touchdowns gemacht in die dritten Viertel. Und dann wieder zwei Touchdowns in die vierten Viertel. Und das ist, wo ich sage, das Konsistenz zu Punkten in jedem Viertel. Optimalerweise irgendwelche Punkte auf jedes Drive, das hat die Universe letzte Woche gehabt, an jedem Drive Touchdown zu machen. Aber ich glaube, die Dukes können auch die Kopf hoch halten. Die haben auch gut gekämpft gegen ein sehr starkes, talentiertes Frankfurt Universe Mannschaft von Brian Kaler. Ganz genau. Dieses Spiel besonders gut für Timothy Thomas und David Duren Jansa, die beiden Receiver der Frankfurt Universe, die hier eine unglaubliche Show abgeliefert haben. Unglaublich. Besonders David Duren Jansa, der mit zwei Touchdowns und zwei extra Two-Point-Conversions, genau. Einmal selber gelaufen, einmal Pass geworfen. Wollte ich auch hier in dem Moment sagen, gute Besserung an Joe Bergeron, Running Back aus University of Texas. Die Jungs von Frankfurt Universe und die Fans freuen sich wieder, wenn der auf dem Platz steht. Gleiches für Simon Kürzinger von den Ingolstadt Dukes, der mit einer gebrochenen Hand heute aussetzen musste. Auch hier gute Besserung und hoffentlich steht er bald wieder auf dem Platz mit seiner Mannschaft. Nächste Woche geht es gegen Schwäbisch Hall. Die Schwäbisch Hall Unicorns, der amtierende deutsche Meister. Natürlich auch ein sehr, sehr starker Gegner. Ebenfalls so wie Frankfurt. Auf keinen Fall zu unterschätzen. Nichts zu unterschätzen. Die sind tief an jeden Position. Die sind talentiert. Die spielen auch precise. Die spielen genau. Die spielen professionell. Die lassen sich nicht so viele Fälle
Und exakt das alles, aber es kann auch alles passieren. Heute in Kirchdorf hatten die Unicorns zum Halbzeit nur 7-0 Führung gehabt. Weiß ich nicht genau, wie das ausgegangen ist, aber an jedem Spieltag kann alles passieren. Und die Ingolstadt Dukes können nur kommen und wieder spielen und mit Herz spielen und mit gutes Effort und mit der Hoffnung, dass Offense in Rhythmus kommt und dass wir dann ein schönes Spiel hier in Ingolstadt gegen Schwäbisch Hall haben. Wenn die Dukes eine ähnliche Leistung zeigen wie bereits heute und sich da nochmal einen Tick verbessern können, dann denke ich, dass das auch für die Schwäbisch Hall Unicorns eine recht knifflige Aufgabe wird, mit einem Sieg hier aus Ingolstadt rauszugehen. Auch Frankfurt musste sich hier über einige Hürden kämpfen, bevor sie mit dieser ja fast sehr deutlichen Führung trotz allem gewonnen haben. Soweit zu unserem heutigen Spiel. Wir freuen uns bereits auf nächste Woche, wie gesagt, Schwäbisch Hall Unicorns. Wieder hier, wieder Kickoff um 18:30 Uhr. Wir freuen uns drauf und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei.